Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich über Starbound reden. Vor langer, langer Zeit gab es ja mal ein größeres Starbound-Let's Play auf meinem Kanal oder mehrere Starbound-Let's Plays sogar. Und in der letzten Zeit hatte ich wieder Lust, das Spiel zu spielen. Aber naja, es gibt zurzeit ein paar andere Projekte auf meinem Kanal, die auch noch auf sich warten. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich ein Let's Play machen möchte. Aber ich möchte dieses Video hier machen. Und zwar habe ich angefangen, Starbound mit dem Controller zu spielen und habe dabei relativ gute Erfahrungen gemacht und die möchte ich mit euch teilen. Zuerst einmal, Starbound unterstützt von Haus aus nicht Controller-Unterstützung. Das steht hier ganz doll. Wir sind hier auf der Steam-Startseite, wenn man das Spiel gekauft hat. Und ja, keine Controller-Unterstützung steht hier. Allerdings, wenn ihr einen Controller angesteckt habt und das ungefähr so aussieht, ich weiß nicht, wie es bei Windows 11 aussieht, aber so sieht es bei mir unter Windows 10 aus, da gibt es hier einen Button mit dem Controller drauf und wenn ich da drauf klicke, dann sieht das eventuell bei euch so aus. Wenn ihr das noch nie geöffnet habt, dieses Menü mit dem Controller, dann kriegt ihr erstmal so einen Hinweis, ja, Steam bietet das an, dass ihr Controller-Unterstützung für dieses Spiel einbauen könnt und ein paar Hinweise. Das habe ich jetzt alles schon weggedrückt, deswegen kann ich das euch nicht nochmal zeigen. Aber sobald ihr das weggedrückt habt, landet ihr irgendwann bei diesem Screen und da kann ich jetzt einfach auf Steam-Eingabe aktivieren klicken und dann kriegen wir dieses Menü. Und dieses Menü sieht sehr ähnlich aus wie das, was ich schon aus dem Steam Deck kenne. Und überhaupt auf dem Steam Deck habe ich angefangen, Starbound zu spielen, deswegen überhaupt die Idee mit dem Controller. Ja, und da habe ich hier mir schon ein eigenes Profil angelegt und auch veröffentlicht. Aber wir können ja mal den Schritt zurückgehen. Es gibt, glaube ich, eine offizielle Vorlage. Ich meine, in dem ersten Moment, wo man das. Genau, hier unter Empfohlen. Es gibt eine offizielle Vorlage. Die werde ich jetzt nicht anklicken, aber ich habe die als Vorlage auch für mein eigenes Layout genommen und da gehen wir jetzt einfach mal drauf. Hier stehen einige Sachen noch, die aus der Vorlage sind. Das ist einfach nur ein Name für die Taste, aber die echte Taste, die ist das, was hier in Klammern steht. Ich habe das nicht wirklich rausgelöscht gekriegt und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, war es mir auch egal. Hätte ich jetzt natürlich rausnehmen können, aber was habe ich hier gemacht? Ich habe ja, ein paar Tasten umgeändert, weil mir das Original-Layout nicht gefallen hat. Und ich habe ein bisschen mit Terraria rumgespielt. Das hat ja eine Controller-Unterstützung. Und ich habe das so ein bisschen angepasst, was ich aus Terraria gewohnt bin. Und ein paar Sachen, die für mich selbst einfach logisch waren. Und ja, ihr seht ja schon das Layout. Ich werde darüber gleich nochmal ein bisschen mehr reden. Allerdings kann es ja sein, dass ihr euer Layout ein bisschen anders gestalten wollt. Und dann ist es ja doof, immer wieder aus dem Spiel rein und raus zu gehen. Und ihr könnt das auch im Spiel selber ändern. Dazu gehen wir mal ins Spiel. Okay, jetzt sind wir im Spiel. Lasst euch mal nicht davon irritieren, dass hier Fucking Universe wieder steht. Ich habe natürlich meine Mods installiert, aber das hier, was ich in diesem Video zeigen möchte, hat natürlich nichts mit Mods zu tun. Ihr könnt das auch einfach so machen. Und zwar, wenn ihr jetzt im Spiel seid, dann drückt ihr Shift und Tab. Das sind diese Pfeiltasten ganz links auf eurer Tastatur. Ich denke mal, die kennt ihr schon. Und wenn ihr das drückt, dann kommt ihr in dieses Menü hier vom Steam aus. Ihr müsst das natürlich bei Steam aktiviert haben. Eventuell habt ihr das deaktiviert, aber dann wisst ihr, dass ihr es deaktiviert habt und könnt es wieder aktivieren. Aber normalerweise sollte das jetzt kommen, dieses Menü. Und da könnt ihr hier unten auf Controller-Einstellungen draufdrücken. Und dann habt ihr auch wieder das Menü, was ich euch gerade eben gezeigt habe. Und so könnt ihr das, wenn ihr Shift-Tab drückt, wieder direkt im Spiel haben und relativ schnell Sachen bearbeiten. So. Okay, jetzt hat es hier gerade ein bisschen was verändert. Aber das scheint jetzt zu gehen. Okay, dann kann ich ja mal so ein bisschen drüber gehen, was ich hier eingestellt habe bei meinem Layout. Und doch, das mache ich mal lieber von hier aus, von Layout bearbeiten. Die normalen Tasten auf der rechten Seite vom Controller habe ich fast so. Nein, habe ich eigentlich alle geändert. Also A war ursprünglich, glaube ich, Springen. Das habe ich weggemacht, weil das. Ich komme sehr stark in Versuchung, diesen Knopf dann zu drücken und das irritiert mich dann, wenn ich mit A irgendwas anderes machen möchte. Meistens will ich mit A irgendwas anklicken, deswegen auch der linke Mausklick in Menüs. B ist jetzt die E-Taste, weil das auch per Terraria die Taste ist, mit der man bei den Leuten spricht. X ist ist die Taste, mit der man das Menü wechselt. Da kann ich mal irgendwie in ein Spiel gehen, da kann ich das auch besser zeigen. So, das hier sind alles Testcharaktere. Ich habe noch kein richtiges Spiel angefangen. Aber
Ja, mit X kann ich, wenn ihr oben auf die Leiste mal schaut, jetzt kann ich mal den Controller in die Hand nehmen. Das fühlt sich alles immer noch ein bisschen komisch an. Hier diese Leiste, die kann ich jetzt mit X ändern. Das ist auch in Anführungsstrichen angenehmer, wenn ich im Kampf schnell hier das wechseln kann, als wenn ich irgendwie einen Shortcut nutzen würde. Also mit Tastatur ist es natürlich viel, viel einfacher und angenehmer, Shortcuts zu benutzen und hier zu springen. Aber mit dem Controller habe ich halt nicht so viele Tasten und dann ist es okay, wenn man schnell X drückt und dann hat man schnell eine zweite Auswahl. Das war mein Gedankengang dahinter. Und wie gesagt, im Original-Layout ist die X-Taste gar nicht vergeben. Ja, B wie gesagt E-Taste, C ist das Crafting-Menü. Das ist auch bei Terraria so, wenn man Y drückt, dann kommt man in das allgemeine Menü. Die haben halt bei Terraria leider alles miteinander verwoben und hier ist das alles unterschiedlich, deswegen brauchen wir da auch mehr Tasten. Aber das Crafting, das ja, macht aus meinem Empfinden her am meisten Sinn, das bei Y zu belasten. Die L- und R-Tasten, und zwar die Tasten, nicht die Trigger, die sind beim normalen, ich weiß nicht, wie das normale gegeben ist, ich rede jetzt einfach darüber, was ich hier gemacht habe. Dazu muss ich aber auch sagen, das ist auch die Belegung der Trigger. Da habe ich beim rechten Trigger, fangen wir mal da an, linker Mausklick, weil das ja meistens der Angriff ist, wenn ihr eine Waffe ausgerüstet habt. Und auch das ist bei Terraria so, dass ich beim rechten Trigger angreifen möchte, also brauche ich dafür die linke Maustaste. Und der linke Trigger ist bei mir bei Terraria springen, deswegen ist das auch bei meiner Einstellung hier so. Und überhaupt, die ganze Bewegung des Charakters, die habe ich sozusagen auf der linken Hand und deswegen ist es auch irgendwie natürlicher für mich. Das ist vielleicht totaler Quatsch, aber für mich fühlt es sich halt besser an, wenn ich auch mit der linken Hand springe, weil das die Bewegung meines Charakters ist und mit der rechten Taste das mache, was mein Charakter in der Hand hat. Und dementsprechend auch die rechte Taste, das macht ja bei Starbound auch was aus, auch auf dem rechten Trigger, auf der rechten Schultertaste. Und es gibt ja bei Starbound noch diese besonderen Fähigkeiten für die F-Taste. Und die habe ich jetzt auf LB gelegt, einfach weil ich nicht mehr Tasten auf der rechten Seite habe. Und weil es auch ein bisschen Sinn macht, weil es auch die Bodytech ist. Aber hauptsächlich, weil ich auf den Triggern halt nicht mehr nicht mehr Plätze habe. Auf dem Steam Deck ist das anders. Da habe ich die F-Taste, glaube ich, tatsächlich auf der rechten Seite. Aber das ist hier nicht das Thema. Und ihr könnt das ja sowieso nochmal für euch umstellen, wenn ihr das anders empfindet. Escape-Taste und I-Taste fürs Inventar habe ich hier bei den Menütasten gelassen. Menütasten, also die linke Menütaste ist halt hier das normale Menü. Und rechts ist das Inventar. Das ist bei vielen Spielen, glaube ich, auch so ähnlich gestaltet. Also nichts Überraschendes, nichts Neues. Steuerkreuz. Das ist von Haus aus so gelegt, dass ihr diese Menüs hier oben, also diese vier Sachen, das ist das, was beim Originalmenü auf dem Steuerkreuz gelegt ist. Ich habe mir aber gedacht, das Einzige, was man wirklich von diesen Sachen hier oben braucht, das ist einmal der Matter Manipulator, also den braucht man wirklich ständig. Und der Rest, auf den kann man eigentlich verzichten. Deswegen habe ich nur noch den Matter Manipulator auf Shortcut unten. Jetzt kann ich auch mal kurz hier reingehen. Hier bearbeiten. Steuerkreuz. Also, wenn ich nach oben drücke, dann komme ich auf den Matter Manipulator, das ist die R-Taste. Im normalen Menü. Wenn ich nach unten drücke, drücke ich die 1. Und mit der 1, das ist sozusagen der Shortcut hier auf den ersten Eintrag in dem Ding. Und mit links und rechts drücke ich sozusagen Mausrad hoch und Mausrad runter. Das ist so eine Einstellung, die ich mir aus Seren Fate, wer das Let's Play noch kennt, so gemerkt habe, dass ich mit links und rechts über meine Hotbar hier gehen kann. Und damit habe ich doch eigentlich alles erreichbar. Ich habe schnell eine Waffe ausgerüstet, die ich mir natürlich immer in den ersten Slot legen muss. Ich kann mit X auf dem ersten Slot relativ schnell tauschen. Alles andere, was vielleicht weniger wichtig ist und wo man auch vielleicht Zeit hat, mal gemütlich dahin zu spazieren, das kann ich mit links und rechts erreichen. Und der Meta-Manipulator, den man ja auch häufig braucht, den habe ich ja auch, den erreiche ich auch schnell. Und das spielt sich gefühlt sehr, sehr gut. Und ich glaube, das war es im Wesentlichen. Ach so, und die Empfindlichkeit des rechten Sticks.
Ja, die Sticks. Genau, da war noch was Wichtiges. Und zwar, was wir noch in Starbound haben, ist ja im Prinzip eine Maus. Das ist bei mir der rechte Stick. Jetzt kommt aber die Besonderheit dazu, dass ich eigentlich Linkshänder bin und eigentlich die Maus auch gerne in der linken Hand hätte. Da musste ich mich selber halt umgewöhnen. Aber weil das für mich halt so schwierig ist, habe ich die Mausempfindlichkeit auf 85% runtergedreht. Das ist wirklich heftig, ich gebe es zu. Und damit ist die Maus auch relativ langsam in Starbound. Aber die meiste Zeit versuche ich, dass die Maus in der Nähe des Charakters ist. Dann kann ich auch im Kampf relativ schnell um meinen Charakter herum die Waffe zielen. Und wenn halt kein Kampf ist und wenn ich Ruhe habe, dann ist es auch in Ordnung, wenn das mir 2 Sekunden länger dauert, von links nach rechts zu kommen. Wenn ihr da geschickter mit dem rechten Daumen seid, dann könnt ihr das auch wesentlich schneller machen oder halt das zu der Empfindlichkeit einstellen, die euch da beliebt. Und dann gibt es ja noch ein paar besondere Tasten in Starbound. Wir haben aber nicht mehr Tasten auf dem Controller. Deswegen, wir können auch den linken Stick und den rechten Stick eindrücken. Und dafür, das ist jetzt meine persönliche Präferenz, aber ihr könnt das gerne umgekehrt machen oder komplett sein lassen. Wir haben noch die Steuerungstaste. Die Steuerungstaste ist für einige Mods ganz wichtig, zum Beispiel Arcana. Ich selber spiele nicht mit Arcana, aber ich glaube, da war das wichtig. Oder war das bei... Es gibt einige Mods, die Steuerungstaste benutzen. Ich kann ja mal kurz gucken, was hier die Steuerungstaste war, wenn ich in die Controls gehe. Ich glaube, hier, Wide Control ist der Kameralook. Und ja. War das wirklich Control? Ich probiere es gleich mal aus. Ich bin super vorbereitet in diesem Video. Ah, okay. Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung und ich glaube, ich habe es auch anders eingestellt. Ach nee, ich habe es doch anders eingestellt, weil, ja, das eine ist die Kontrolltaste, mit der man sich hier umdrehen kann. Das ist ein bisschen sehr ungewohnt, ich gebe es zu. Und eigentlich dachte ich hätte das auf den linken Steuerung, auf die linke Taste gedrückt, damit ich mit der rechten dann hier umhergehen kann. Aber was ich auf die linke gesetzt habe, ist stattdessen die Umschalttaste. Und was man mit der Umschalttaste machen kann, ich gehe mal kurz hier rein. Normalerweise, wenn wir hier auf so eine Sache klicken, wenn wir hier auf so eine Sache klicken, dann habe ich in die Hand und dann kann ich die hier umdrehen. Wenn ich Umschalt gedrückt halte, dann wird die sofort im Inventar nach links und rechts getauscht. Und das ist natürlich sehr angenehm. Und ich wollte das auf der linken Taste haben, dass ich das sozusagen gedrückt halte. Links Control. Und mit der rechten Taste, Quatsch, mit der linken halte ich Umschalttaste gedrückt oder Shift. Und mit der rechten Hand kann ich jetzt hier über das Menü hovern und mir Sachen hier einzeln rausnehmen. Nur die ich haben will und nicht alles. Sonst könnte ich ja den Take-All-Button benutzen und bräuchte das gar nicht. Aber wenn ich nur bestimmte Sachen im Menü haben will und die nicht so alle rübertragen will, dann halte ich halt Control gedrückt. Shift gedrückt. Ja, ich verspreche mir hier öfters, das bitte ich zu verzeihen, aber das Prinzip sollte klar sein. Damit ich hier einfach schnell Sachen hin und her schieben kann. Das ist der Gedankengang, warum ich auf der linken auf dem linken Stick Umschalt habe. Und die Steuerungstaste braucht man halt auch ab und zu. Das ist sehr selten, dass man die braucht, aber man braucht die ab und zu. Und deswegen ist die halt auf dem rechten Stick. Gerade bei Mods, wie gesagt, ist die wichtiger. Beim normalen Grundspiel könnt ihr einfach nur hier oben herschauen und dann ist es nicht da. Dann ist es okay. Vielleicht seid ihr auch geschickt mit dem rechten Daumen und ihr könnt das auch mit gedrückt halten besser umherschauen, dann ist es auch okay für euch. Natürlich sind jetzt etliche Tasten nicht mit drin. Wenn man hier schaut, was dann noch da ist, zum Beispiel L, J, C, das, Quatschen, L und J, C ist drin. Open Codex, Open Quest. Das sind Sachen, dafür braucht man eigentlich nicht unbedingt eine Schnellkaste. Könnt ihr auch bekommen, indem ihr hier zum Beispiel auf Codex drückt. Und Quests sind ganz hier oben, das Ausrufezeichen. Da kommt ihr auch an die Quests ran. Das ist zwar vielleicht ein bisschen nervig, aber es geht. Mehr Tasten haben wir halt nicht. Oder ihr legt euch das dann doch selber anders, wenn ihr das haben möchtet. Hier gibt es ja auch andere Menüs, die man so ohne weiteres nicht erreicht. Für Fracking Universe ist es durchaus noch interessant. Habe ich hier den Meta. Das Ding.
Da ist es zum Beispiel auch wichtig, dass ihr Umschalt gedrückt haltet und dann könnt ihr mit linker und rechter Maustaste nochmal extra Menüs drücken. Also die Umschalttaste ist schon auch zum Beispiel für Fracking Universe wichtiger. Jetzt wollte ich die andere Taste drücken. Genau. Umschalt gedrückt und rechte Taste bekomme ich das Menü hier. Und ansonsten, ja, das ist aber halt eine Spezifischkeit von dem Mod hier. Was haben wir noch nicht? Was wir noch nicht haben, ist vom, ja, Umschalt, hier, das normale Movement ist zum Teil hier für meine Linkshändigkeit ausgelegt. Wir können keine Items wegschmeißen per Tastendruck, aber wenn wir in dem Inventory sind und ich gehe jetzt übrigens mit der Maus ab, ich bin ja mit der Maus ein bisschen schneller und ich habe hier zum Beispiel, das möchte ich wegschmeißen, dann glaube ich, kann ich das. Ne, dann benutze ich's. Kann ich. Okay, ich kann anscheinend keine Sachen wegschmeißen. Das ist halt blöd. Ich gebe es offen zu, das ist blöd. Muss ich halt mich drumherum, also ein Workaround finden, indem ich Sachen in, zum Beispiel in eine Truhe lege, wie das Ding hier zum Beispiel. Und wenn ich jetzt ein Multiplayer bin, dann kann der andere das jetzt aus der Truhe rausnehmen und dann. Ja, ist ein Workaround, muss man mit leben. Darf. Oder man muss sich halt die Taste, wenn sie einem wirklich so wichtig ist, halt nochmal extra belegen. Mache ich jetzt halt nicht, weil ich persönlich brauche das nie. Die ganzen Expressions, also die ganzen Smileys und so weiter, die habe ich auch so im Spiel nie benutzt, deswegen vermisse ich die jetzt auch weniger. Ja, die Shortcuts für die Hotbar, die sind natürlich nicht mehr da. Ich kann nichts aus der Hand rausnehmen, dass ich sozusagen unbewaffnet bin. Habe ich auch nie benutzt, deswegen vermisse ich es nicht. Und im Game, da gab es noch eine Sache, die wollte ich mir auch in diesem Video nochmal neu belegen. Ja, okay, ihr könnt keinen Chat öffnen. Aber wenn ihr das Chat-Menü benutzt, das ist im normalen Spiel, ist das einfach Enter gedrückt. Und dann habt ihr hier das Ding. Wenn ihr hier irgendwas benutzt, dann benutzt ihr eigentlich eh irgendwie Tasten. Und in dem Fall sehe ich jetzt wenig Grund, das mit einem Controller zu machen. Außer, vielleicht blende ich hier sogar ein Bild davon ein. Ich habe so einen Zusatz für einen Xbox-Controller, wo eine Tastatur dran ist. Auf dieser Xbox-Controller gibt es dann aber auch auf dieser Xbox-Controller-Tastatur. Da gibt es aber auch eine Enter-Taste. Und dann habe ich ja diese Funktion wieder. Also brauche ich das dann auch nicht. Das Einzige, was noch im Verlaufe des Spiels wichtig werden könnte, ist. Wo haben wir's? Highlight Interactable. Dieses Highlight Interactable zeigt halt alles an, was so, was man auch so benutzen kann, sozusagen. Und das lege ich mir jetzt einfach mal auch mal auf Umschalten. Und drücke mal Akzeptieren. Ich hoffe, damit habe ich nicht das andere weggenommen. Also ich hoffe, dass akzeptiert, dass das die Taste beide Funktionen haben kann. Das kann ich ja gleich mal ausprobieren. Wenn ich jetzt hier nochmal drauf drücke und das gedrückt halte, dann sehen wir erstmal hier im Hintergrund, das leuchtet. Und ja, die Funktion bleibt auch. Okay. Und ich mache das mal wieder zu. Und gedrückt halten und den Tricorder benutzen, das funktioniert auch noch. Aber was ich jetzt noch habe, wenn ich das jetzt drücke, dann sehen wir hier alle Sachen, die ich mit der B-Taste oder der E-Taste halt benutzen kann. Und im Verlaufe der Story ist das auch durchaus wichtig, weil wenn ihr diese Taste drückt, dann seht ihr auch eingescannte Sachen, so im Sinne von, das habe ich schon mal eingescannt. Ich habe in dem Spiel jetzt, glaube ich, noch gar nicht den Scanner freigeschaltet, deswegen ist das alles weiß. Aber sonst würdet ihr die Sachen auch noch in unterschiedlichen Farben sehen. Und eine Farbe davon ist grün und grün heißt, hey, das brauche ich gerade für die Quest, das muss ich für den Quest einscannen. Und deswegen ist es durchaus interessant, das im normalen Spiel zu haben. Ja, dass ich mit Shift jetzt nicht so richtig laufen kann, das ist jetzt auch wieder, also in dem Moment, wo ich diese Einscan-Quests mache oder wo ich überhaupt Sachen einscanne, dann bleibe ich halt auch der Regel stehen. Und dann will ich jetzt auch mit der rechten Taste, mit der Maus und der mit dem rechten Stick jetzt hier die Sachen einfangen. Und
Ja, das Inspektionsstuhl, das kann ich eigentlich auch hier anklicken. Da habe ich das auch angeklickt. Da kann ich jetzt hier Sachen einscannen oder jetzt erstmal nur beobachten, solange ich den Scanner noch nicht freigeschaltet habe. Aber ja, okay, das war's jetzt im Prinzip. Ich glaube, ich bin wirklich über alle Sachen gegangen, die jetzt für mein Layout wichtig waren. Und ich glaube, ich bin auch über alle Funktionen gegangen, die jetzt für das normale Spiel wichtig sind. Die einzige Funktion, wie gesagt, die jetzt nicht drin ist, ist, dass ich Objekte einfach auf den Boden werfen kann. Da gibt es diesen Workaround. Und alles andere, glaube ich wirklich, ist jetzt drin. Ich gehe nochmal hier die Sachen ab, ob ich vielleicht irgendwo was sehe, was ich vergessen haben könnte. Aber nö, ich glaube, das war's. Und für euch auch nochmal zur Erinnerung, wie das genaue Layout aussieht. Ach so, und ja, ich habe das Layout veröffentlicht. Wenn ihr unter Suchen klickt, so wie Steam zurzeit funktioniert, dann gibt es hier erstmal sehr viele verschiedene Layouts. Ihr könnt da auch gerne euch mal umschauen und vielleicht findet ihr irgendwas anderes, was euch gefällt. Aber falls euch mein Layout gefällt und ihr wollt das jetzt nicht unbedingt alles nachprogrammieren, dann gebt ihr hier einfach beim Suchen Professor ein. Und dann findet ihr eigentlich relativ schnell mein Layout. Professor Hand Starbound Controller Layout. Eventuell werde ich auch nochmal ein Steam Deck Layout machen oder Steam Controller Layout. Da würde ich das hier dann umbenennen. Aber zurzeit gibt es nur das und das reicht ja eigentlich. Beim Steam Deck hat man halt den Vorteil, dass man hinten noch vier Tasten mehr hat. Da könnte man sich zum Beispiel auch das Wegschmeißen dann da reinlegen. Oder man müsste sich auch Enter reinlegen, weil man hat ja über Steam dann eine Tastatur drin, aber die erreicht man ja dann auch nur in-game sozusagen. Mit dem Controller. Ja, aber das sind ja so Besonderheiten. Über Steam Deck selbst wollte ich jetzt kein Video machen, deswegen können wir jetzt das Steam Deck Layout jetzt nicht sehen. Aber ich denke, ihr glaubt mir das auch so. Und für die meisten ist es wahrscheinlich auch völlig uninteressant, wenn sie das Steam Deck nicht haben. Oder weil sie, wenn sie das Steam Deck haben, dann schon wahrscheinlich wissen, wie sie das dann weiterdenken müssen. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich noch so alles erzählen will. Am besten, ich mache jetzt wirklich mal das Video aus. Nochmal zum Thema Starbound Let's Play, was ich ganz am Anfang so angedeutet habe. Ich habe wirklich Lust, ein Starbound Let's Play zu machen. Ich bin mir aber unsicher, wie lange das dann gehen würde, weil ich habe jetzt gerade extreme Lust. Aber ich hatte vor ein paar Wochen auch extreme Lust auf ein Transport Fever Let's Play. Jetzt habe ich dieses Let's Play angefangen und ich werde auch versuchen, das so weit wie möglich durchzuziehen, zumindest die Kampagne. Aber die Lust ist schon wieder am Schwinden. Und genauso könnte das jetzt auch mit einem Starbound Let's Play aussehen. Ich habe halt wirklich Lust, das zu machen. Deswegen mache ich jetzt auch dieses Video. Aber ich habe keine Ahnung, wie lange. Und wenn ich dann Let's Play anfange und da haben wir nur 5 Folgen, wäre eigentlich auch schade drum. Aber die 5 Folgen haben auch vielleicht viel Spaß und dann lohnt es sich vielleicht trotzdem. Das werde ich in Zukunft entscheiden. Für das Video war es jetzt wirklich. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich bin echt dankbar und bis zum nächsten Video. Ciao.